bitten. Unser Freund Oliver Mommsen hat sich als Hausmusik ein Lied ausgesucht von einem aufstrebenden jungen Chansonnier. Jawohl, vom Sebastian Krämer. Genau. Und das wurde mir empfohlen von Matthias Binner, mit dem ich immer zusammenkomme, wenn es darum geht zu singen. Und er hat sehr viel Geduld und kann mit Musikpatienten umgehen. Dann wird es Zeit, dass du mit anderen Pianisten arbeitest. Hast du keine Geduld? Die keine Geduld haben. Entschuldigung, ich muss jetzt zum Flötenunterricht. Der Flötenlehrer wartet nicht. Er hat sowieso was gegen mich, das Sackgesicht. Entschuldigung, ich mach da mal los, es ruft die Pflicht. Ich muss jetzt zum Flötenunterricht. Ich würde dir gern noch was Nettes sagen. Ich würde dir gern in die Fresse schlagen. Ich hätte schon noch gern was vom Borscht genommen. Ich würde gern mit auf dein Zimmer kommen. Doch, Entschuldigung, ich muss jetzt zum Flötenunterricht. Der Flötenlehrer wartet nicht. Er hat sowieso was gegen mich, das Sackgesicht. Entschuldigung, ich mach da mal los, es ruft die Pflicht. Ich muss jetzt zum Flötenunterricht. Herr Fraktionschef, was Sie da vom Wähler verlangen, lässt mich um Ihren Verstand doch sehr bangen. Zu dem Gesetzesentwurf von ein paar Tagen hätte ich schon noch so manches zu sagen. Doch, Entschuldigung, ich muss jetzt zum Flötenunterricht. Der Flötenlehrer wartet nicht. Er hat sowieso was gegen mich, das Sackgesicht. Entschuldigung, ich mach da mal los, es ruft die Pflicht. Ich muss jetzt zum Flötenunterricht. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche, hier ist's Ereignis. Das Unbeschreibliche, hier wird's getan. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Und jetzt alle! Entschuldigung, ich muss jetzt zum Flötenunterricht. Der Flötenlehrer wartet nicht. Er hat sowieso was gegen mich, das Sackgesicht. Entschuldigung, ich mach da mal los, es ruft die Pflicht. Ich muss jetzt zum Flötenunterricht. Ich muss jetzt zum Flötenunterricht. Schön. Ja, das war fantastisch. Das war ganz schön daneben. Einmal.